Wir versuchen es aber nochmal, oder? Habe ich das pausiert? Habe ich gar nicht gemerkt. Okay, wir versuchen das nochmal. Zwei Münzen wäre es dann auch. Diese Geisterhäuser, nicht gerade meine Stärke. Gut. Und zwar, also, ne? Bei den Visual Novels finde ich das ja auch ganz okay. Also, meiner Meinung nach ist das ganz okay mit diesen Zwischenkommentaren. Allerdings geht das... Also, ne? Oder wenn man jetzt ein anderes Spiel so kommentieren würde, wenn das halt so passt und upsi, trotzdem noch interessant ist. Also, wenn das Spiel wirklich genug hergibt, dass man da einfach nur so zwischendurch halt seine Meinung zu sagt, so Hintergrundwissen oder irgendwelche lustigen Bemerkungen macht, dass irgendwie das Spiel unterhaltsam ist und man selber auch, dann ist das okay. Aber wenn... Aber das Ding ist, meine... Ich sag jetzt mal, mein Verlangen nach Reden, ist größer als diese Zwischenkommentare. Als diese nur spielbezogenen Kommentare. Also irgendwie, keine Ahnung. Man mag es doch so zu reden und vielleicht, eigentlich, ne, sollte man das doch gar nicht. Also zumindest hier auf YouTube nicht. Ich meine, ich kenne euch nicht. Es ist halt einfach so, ich kenne euch nicht, ne. Und ich erzähle ziemlich viel. Das, was ich gerade erzähle, ist vollkommen okay, weil das ist ja, guck mal, wo ich hoch kann. Das frage ich mich gerade. Was ich gerade erzähle, das ist ja dieser Kanal bezogen. Das geht euch ja was an. Aber wenn ich jetzt sowas erzähle wie, mir geht es in erster Zeit voll scheiße, weil ich in der Schule so schlecht bin oder irgendwie sowas. Oder auch vor allem, wenn ich irgendwas meinen Freunden bezogen erzähle. Eigentlich soll ich das nicht erzählen, weil das geht euch eigentlich nichts an. Eigentlich muss ich hier jetzt auch gar nicht lang. Aber eigentlich ist das ja besser, weil dann überspringe ich ja diesen Geister, ne? Okay, dann machen wir das. Upsi. Okay, gehen wir auf das andere. Ah, upsi. Okay, hat geklappt. Lol. Eigentlich, ne, sollte man das gar nicht so erzählen. Und ich sollte eigentlich auch mehr aufpassen, was ich so erzähle, weil irgendwann werden das Leute, die ich kenne, herausfinden, was ich hier für Videos mache. Und dann, könnte es peinlich werden. Und das sollte man vermeiden. Ich meine, das ist ja auch dieser Grund, warum wir uns nicht zeigen. Aber wenn wir dann irgendwann... schaffen wir es noch? Ja. Wenn ich dann hier irgendwie anfangen würde... Ich meine... Faden verloren. Schon wieder. Und guck mal, wie langsam ich bin. Ich drücke B. Ich drücke es. Ich schwöre. Nein! Können wir doch mal machen. Oder doch nicht? Geht noch, geht noch, geht noch, geht noch. Hallo! Also man merkt, dass man nicht vernünftig spielen kann, ne? Also der Grund, warum wir es nicht zeigen, ist ja, dass wir nicht wollen, dass unsere Freunde so halt wissen, was wir hier machen, weil das beschränkt einen. Das beschränkt dann einfach, was erzählt man hier? Und einfach dieser Gedanke ist schon so absurd, weil man sollte gar keine Sachen hier erzählen, die man nicht sonst jemand erzählen sollte. Also könnt ihr diese Gedanken von mir da nachvollziehen? Das ist so... ja, warum erzähle ich manchmal Sachen, die ich meinen Freunden nicht erzählen würde? Ich meine, manchmal erzähle ich ja auch so Sachen wie, der hat die und die das gemacht und ja, ich will sie gar nicht, dass ich das erzähle. Allerdings kennt ihr diese Person nicht und trotzdem kann es diese Person aber nerven, wenn ich das so öffentlich sage. Aber solange sie nicht weiß, dass es das nicht gibt, macht es sie nicht heiß. Komischer Zwiespalt, nicht wahr? Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Warte mal, da hinten war doch noch diese eine Münze, ne? Wo ich keinen Plan hatte, wie ich drankommen sollte. Schwinde! Bin ich ja gegen die Decke geflogen. Ja. Also was sollte man jetzt eigentlich auf YouTube erzählen? Sora erzählt ja auch manchmal solche Sachen wie, ja, super, wie soll ich jetzt da rankommen? Geil. Solche Sachen wie, ja, damit und damit habe ich meinen Kuchen gebacken. Das finde ich dann auch ein bisschen so, who cares? Es ist zwar nichts, was irgendwen jetzt schaden kann und so, aber besonders interessant ist es auch nicht. Und ja. Und wahrscheinlich erzähle ich solche Sachen auch öfters. Man kann solche allgemeinen Sachen erzählen, aber irgendwann, ne, gehen einem die auch aus. Deswegen, es ist halt so das Ding, ne? Du kannst halt nur von dem was erzählen, woraus dein Leben besteht. Mein Leben besteht hier auch aus meinen Freunden und meinen privaten Sachen. Und man kann nur über die Sachen reden, die man erlebt, so. Das ist halt so schwer. Die ganze Zeit über allgemeine Sachen zu reden, ist nicht so einfach. Zwar vielmehr so solche Sachen wie Führerschein und so. Das geht wirklich jedem was an, das sind eigene Erfahrungen, die können lustig sein.
Irgendwas ist auch ausgelaugt. Das, was man immer neu wahrnimmt, sind ja die persönlichen Sachen. Und die sollte man vielleicht gar nicht preisgeben. Was will uns Crossilla damit gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Wow! Was bedeutet das für uns? Keine Ahnung. Ich laber gerade einfach nur. Und ich würde mich freuen, wenn ihr hier zu diesen Mario Parts mal schön viele Kommentare schreibt und sowas. Ich will auch ganz viele Antworten und sowas. Ich will, dass wir so Community-mäßig sind. Ne? Das ist irgendwie gar nicht so einfach mehr auf YouTube zu machen, aber diese Kommentarfunktion, dass man jetzt auf Kommentare so in eine eigene Diskussion antworten kann, ist gut eigentlich so, ne? Also, da kennt ihr ja, ne? Dass man darauf antwortet und dann haben die da so ein eigenes Gespräch halt so. Und wenn das nicht interessiert, der kann es einfach skippen, weil um das Ganze zu sehen, muss man mehr anzeigen. Also muss man halt auf diesen Ding da drücken. Ja, das ist eigentlich voll praktisch. Dieses Ding verfolgt mich, Alter. Kann man die auch irgendwie töten? Oh Gott. Dieses Geräusch dabei. Schlimm. Ja. Also, wir sollten Familie werden. Genau. Das Ding ist, ich bin halt nicht 24/7 auf diesem YouTube-Kanal online. Also ich bin selten überhaupt auf YouTube online, mit meinem Privataccount genauso wenig. Aber halt vielleicht schon ein bisschen öfter. Hier bin ich halt nur online, wenn ich halt was hochlade. Und genau dann... Scheißding! Genau dann antworte ich halt auch Kommentare. Kann man sich quasi denken, wenn ich gerade auf den Kommentar geantwortet habe, dann kann es sein, dass gerade ein neues Video rauskommt oder dass ich gerade eins hochlade. Ist ein lustiger Gedanke, oder? Ach ja. Oh, das ging gerade irgendwie flüssig. Habt ihr es gemerkt? Geil. Und jetzt nicht mehr. Geil. Scheiße. Zum Glück habe ich, bevor ich das angefangen habe, noch ein paar Leben geholt. Yes. Wie kommt man bloß an diese letzte Münze daran? Ich glaube, ich mache nochmal kurz einen Stopp und überlege dir noch, was ich weiter erzähle. Genau. Bis gleich. So. Bin jetzt natürlich nochmal rein. Aber, das, was mir jetzt klar geworden ist, worauf das eigentlich das ganze Gelaber der letzten Parts drauf hinausgelaufen ist, ist die Frage, quasi an euch und vielleicht auch noch an mich, um ein bisschen weiter darüber nachzudenken, ist dann, macht ein Projekt wie das hier oder Fable, wo auch oft Sequenzen sind, wo man nicht ganz so viel macht, nicht so viel zu tun hat, machen solche Projekte Sinn für euch? Macht es Sinn, so was zu gucken oder würde es im letzten Endes genau darauf hinauslaufen, aufs Gleiche hinauslaufen, wenn man einfach so ein Hörbuch quasi dabei hört. Also einfach nur eine Audiospur quasi. Würdest du was auf das Gleiche hinauslaufen oder braucht man da wirklich halt dieses Spiel im Hintergrund? Ist das da so notwendig, um unterhalten zu sein? Das ist die Frage. Das heißt nicht, dass sowas wie Fable nicht mehr laufen, also heißt es überhaupt nicht, dass jetzt irgendwas sich dadurch ändert, aber das ist halt diese Frage, die mir gerade aufkommt. Vielleicht ändert sich was dadurch, vielleicht auch nicht. Ich glaube eher nicht. halt nur, wenn ich da irgendwie zu einer Erkenntnis komme. Aber wer weiß, ob es dazu kommt. Wir gucken mal. Sowas wie Fable, es sind ja Adventure-Spiele, die... Ich meine, das sind richtige Spiele, sowas wie Fable, muss man jetzt einfach mal sagen. Sowas wie Fable, wie Tomb Raider, wie Amnesia. Amnesia macht es schon irgendwie Sinn, weil da machen Let's Plays irgendwie Sinn, finde ich. Ich gucke auch sau gerne Horror-Let's Plays, weil die einfach... Weil da will man Reaktionen wissen auf die Sachen, auf die gruseligen Sachen, ne? Ich lehne das mal auf mich hier hin, ohne dran zu denken, nochmal auf diesen Knopf zu drücken. Ah, lass mich in Ruhe. Scheiße. So, wir nehmen jetzt eine Feuerblume, weil ich keinen Bock habe, das nochmal zu machen. Jetzt bin ich groß. Ich kann ihn nicht töten dadurch, aber trotzdem. Ach ja. Sowas wie Fable und so muss einfach sein. Das sind richtige Spiele. Ist es nicht so, als würden wir jetzt... hätte ich jetzt vor, den nächsten Fable-Teil zu spielen oder sowas. Allerdings bin ich halt so der Meinung, dass das hier die richtigen Games sind. Wisst ihr? Was macht man hier bloß? Ich weiß genau, dass da oben ja irgendwo... Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Habt ihr es gesehen? Da an der Seite. Rechts kann ich da hin. Wie kommt man denn da hin? Habt ihr es gesehen? Da oben, ganz, ganz oben da. Da waren solche Lücken. Wie komme ich denn da hin?
das müssen wir jetzt ja hier ein bisschen erforschen, ne? Wisst ihr was, da setze ich kurz ein Safe State, weil das fände ich zu blöd, hier immer wieder hinzulatschen. Safe State. So. Das heißt, ich kann den immer wieder laden. Um das kurz zu erklären. Ja. Okay, jetzt ist er wieder im Weg. Schön. Ich habe so das Gefühl, ich muss trotzdem nach oben, aber dann von oben irgendwie einen Weg finden. Ich, meistens, wenn ich solche geheimen Dinger sehe, denke ich, ich muss dann Mini-Pilz anwenden, aber dem ist dann meist doch nicht so. Wahrscheinlich muss man irgendwie oben rum. Man muss nicht in diese Tür da rein, aber irgendwo anders lang. Ich meine, hier war doch auch so ein Kästchen. Achso, nee. Da ging es ja sowieso lang. Wir sind vorher nicht durch diese Tür da unten gegangen, oder? Wir sind hier durchgegangen, ne? Ja. Wir versuchen mal kurz da unten durchzugehen. Und gucken mal, wo wir dabei rauskommen. Am besten ohne, dass der Typ uns hier tötet. Uncool. Wir kommen wieder da unten an. Aha, aha. Da ist so ein... Vielleicht hat sich dadurch irgendwas geändert? Hoffnung? Aber trotzdem, wie soll ich da hinkommen? Das geht doch nur mit Mini-Pilz, oder? Ey, ich gucke gleich wieder im Internet. Ich habe keinen Bock, das hier stundenlang auszuprobieren oder so. Nee, wie soll ich da hinkommen? War das vorhin schon da? Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Hart, hart. Ja, ich habe jetzt gerade noch kein neues Thema, aber das kriegen wir jetzt auch so rum. Ich suche jetzt gerade einen Weg, an diese Sterninsel zu kommen. Da hat sich auch nichts verändert, oder? Hat sich hier irgendwas verändert? Ja, der Geist ist jetzt da drüben. Komme ich immer noch nicht hin. Ich will da hin! Ich will da hin! Wow. Lass mich in Ruhe! Oh, dieser Geist ist nervig. Genau wie anderen. Vielleicht, wenn ich nochmal durchgehe. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, dann komme ich wieder hier unten an. Und ist das Ding immer noch da? Oder war es schon vorher da? Wahrscheinlich, ne? Okay, ich habe keinen Plan. Ehrlich. Ich gucke im Internet, ob ich einen Mini-Pilz dafür brauche. Weil ich hole mir jetzt nicht für umsonst einen Mini-Pilz. Okay, bis gleich. So, blöde Nachricht jetzt. Man braucht doch so einen verkackten Mini-Pilz. Habe ich zu lange damit gezögert und boah, dieser Unterschied, wenn man wieder aufnimmt, ey. Komm hier hin, ich muss irgendwie an dir vorbei. Lauf! Natürlich auch genauso, wie ich es vermutet habe. Nicht da durchgehen, genau. Und dann, ich glaube, am besten irgendwie so. Und dann, ja, genau, ist man schon da. Und ach du Scheiße. Ah, der bemerkt er nicht? Wieso bemerkt er einen nicht? Wir standen doch genau da. Scheiße, jetzt haben wir die mittlere Münze nicht, aber das ist nicht schlimm. Die haben wir ja schon tausendmal gesehen. Und lass mich raten. Die Münze war da, wo man kurz hochspringen konnte, nicht wahr? Fickt euch. So, ich habe natürlich ein Safe State gesetzt. So schlau wie ich bin. No, Safe State. Machen wir es noch schnell nochmal. Ah, Cossilla, man könnte dich echt ohrfeigen. Bloß nicht die Maus im Bild lassen, das schreckt mich immer auf. So. Komm hierher, komm hierher, komm hierher, komm hierher. Schnell. Ich habe auch noch einen Satz, in der Satz, wie man sehen kann, ne, für den Fall, dass nicht da durchgehen. So, nicht hier hoch. Okay. Schön. Schön. Und wo? Da, da ist die Münze. Auch ein Kinderspiel, da dran zu kommen. Die anderen haben es außen vor gelassen. Ist nicht schlimm, sammle ich gleich auf Screen. Und dann haben wir dieses Level nämlich auch komplett. Selbst mit Hidden Ausgang. Hidden Ausgang. Ich glaube, es gibt diesen Level in dieser Welt noch mehr Hidden Ausgänge. Versteckte Ausgänge. Auch schon wieder, ey. Aber die muss ich nochmal gucken, wo die sind. Also, ich kann in meinen alten DS-Spielstand nachgucken, von wo aus die Wege abgehen. Dann sieht man das ja. Ja, das machen wir auch noch. Jetzt haben wir die Kanone freigeschaltet. Yay. Da seht ihr auf der Karte seht ihr hier diese Punkte. Das kriegt man durch Geld, das kriegt man auch durch Geld. Lol, cool. Ah, ach so, deswegen, ich dachte, das hätte jetzt extra Zoom. Da, das da unten, das grüne Ding. Dazu brauchen wir noch einen Weg. Da wird wahrscheinlich aus dem ersten oder dritten Level irgendwo ein geheimer Weg hinführen. Das gucken wir später irgendwann mal nach. Ich mache wieder eine Pause. Ich habe scheißen Hunger. Boah.